Hallo Leute, hier ist Michael Albers von www.pastorpixel.de mit einem weiteren CorelDRAW-Tutorial. Und zwar geht es hier um die 3D-Funktion von CorelDRAW. Wenn ich in CorelDRAW eine geschlossene Form habe, dann kann ich diese Form dreidimensional darstellen. Ich mache das jetzt mal hier mit ein paar Buchstaben. Ich schreibe jetzt hier mal irgendwas 3D zum Beispiel, damit das alles ein bisschen schöner aussieht, wähle ich mal hier eine andere Schrift, eine fettere Schrift. Die ist mir doch ein bisschen zu schnörkelig. Nehmen wir mal diese hier, ne? So, mit einem Text geht das allerdings nicht so ohne weiteres. Ich muss den Text erst in eine Füllung konvertieren. Und das kann man hier oben mit anordnen, in Kurven konvertieren, nicht in eine Füllung. Anordnen, in Kurven konvertieren, damit kann man das machen. So, jetzt habe ich hier meine Form, die ich genauso wie alle anderen Formen jetzt auch mit diesem Hilfsmittelform verändern könnte. Und jetzt kann ich sie auch mit dem Hilfsmittel Extrusion in ein 3D-Objekt umwandeln. Dazu klicke ich einfach auf diese Form und ziehe den Fluchtpunkt irgendwo hin. Man sieht jetzt, wie hier so ein Kasten rauskommt. Und da kann man dann schon diese 3D-Extrusion, an diesem Kasten kann man schon diese 3D-Extrusion sehen. So, da ich hier keine Linie hatte, sieht das Ganze noch so ein bisschen doof aus. Jetzt habe ich mal eine Außenlinie dran gemacht, jetzt sieht das schon etwas besser aus. Jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, diese Form zu definieren. Und zwar kann ich hier einmal bei Farbe sagen, ich möchte eine zweite Farbe haben. Die definiere ich dann hier. So, jetzt habe ich im also an der Seite, habe ich jetzt hier eine andere Farbe. Des Weiteren könnte ich hier sagen, ich möchte eine Farbschattierung verwenden. Ja, dann kann ich hier sagen, von bis, dann geht das nach hinten mit so einem Verlauf von bis. Ja, dann haben wir an den Seiten halt einen Verlauf von einer Farbe bis zu einer anderen Farbe. So, das mache ich mal wieder weg. Ich nehme hier nur diese Einzelfarbe. Des Weiteren kann man hier sagen, er soll eine Abschrägung machen. Eine Abschrägung, das wäre dann hier so eine Kante. Ja, so eine abgeschrägte Kante. Und hier kann man jetzt sehen, wie diese Abschrägung aussieht. Man kann die auch einfach mit der Hand hier verschieben. Na, die ist jetzt allerdings hier sehr groß verschoben. Na, hier kann ich jetzt angeben, wie hoch die Abschrägung ist und wie der Winkel ist. Ne? Oder das kann man hier mit der Hand einstellen. Ich kann auch sagen, nur Abschrägung zeigen, ne, dann läuft, ist das hintere weg, dann sehe ich nur die Abschrägung, aber die dann auch passend zu diesem Fluchtpunkt, zu diesem Winkel. Auch das mache ich mir vor, erstmal wieder weg. So. Als nächstes haben wir hier eine Lampe, eine Beleuchtung. Da kann ich hier 1, 2, 3 Lampen einstellen. Ich klicke die Lampe an. Und schon sieht man dann diesen Beleuchtungseffekt. Und diese Lampe Nummer 1, die ich jetzt hier aktiviert habe, kann ich jetzt hier im 3D-Raum positionieren. Und je nachdem, wo ich die Lampe hinschiebe, von der Richtung kommt dann das Licht, wie man sieht. Des Weiteren kann ich hier die Intensität der Lampe definieren. Ich kann weitere Lampen hinzufügen, ne, wenn ich jetzt hier eine zweite Lampe hinzufüge, dann sieht es dementsprechend aus.
Und bis zu drei Lampen kann man da definieren und dann die ganze Geschichte dementsprechend ausleuchten. Durch nochmaliges Klicken ist die Lampe dann wieder aus, ne? Gut. Der Fluchtpunkt, den kann man einstellen. Man kann hier sagen, der Fluchtpunkt soll zum Objekt gesperrt sein oder zur Seite gesperrt sein. Der Unterschied ist folgender: Wenn ich sage, der Fluchtpunkt ist zur Seite gesperrt, wenn ich dann mein 3D-Objekt verschiebe, ja, dann sieht man, wie sich diese Extrusion immer wieder auf den Fluchtpunkt, der zur Seite gesperrt ist, ausrichtet. Das vor allen Dingen auch dann ganz gut, wenn man mehrere Objekte hat, die alle den gleichen Fluchtpunkt bekommen sollen. Dann kann man hier drüber auch sagen, ich kopiere den Fluchtpunkt oder ich nehme einen gemeinsamen Fluchtpunkt und dann können mehrere Objekte den gleichen Fluchtpunkt haben und dann sieht es alles sehr schön aus, weil die alle in die gleiche Richtung 3D-mäßig definiert sind. So, was kann man noch machen? Ich kann hier über den, ich gehe jetzt hier nochmal drauf, ich kann hier über den Anfasser, Hilfsmittel interaktive Extrusion, kann ich den Fluchtpunkt auch hier wieder verschieben. Klar. Und hier über diesen Anfasser kann ich die Tiefe verändern. Ja, wie tief das in den Raum hineinragt, beziehungsweise zum Objekt geht. Des Weiteren habe ich hier verschiedene Möglichkeiten einzustellen, was für eine Art von Perspektive das sein soll. Zum Beispiel Parallelperspektive. Parallelperspektive bedeutet ja, dass das hintere quasi genauso groß ist wie das vordere. Sieht jetzt hier bei diesem riesig langen 3D-Objekt unrealistisch aus. Ne, aber hier hat man eben so verschiedene Arten von 3D-Darstellung, die man da einstellen kann. Dann haben wir hier Voreinstellungen. Da kann ich dann sehe ich hier schon so verschiedene Voreinstellungen. Also Einstellungen, die man hier vornehmen kann, sind hier abgespeichert und können dann hier drüber immer wieder aufgerufen werden und einfach hinzugefügt werden, ohne dass man jedes Mal alle einzelnen Optionen wieder einstellen muss. Und durch das Pluszeichen kann ich auch diese Einstellung, die ich jetzt hier vorgenommen habe, den Voreinstellungen hinzufügen. Wenn ich mehrere Objekte habe, dann kann ich die Extrusionseigenschaften kopieren und auf ein anderes Objekt anwenden. Ich mache das mal. Ich mache jetzt mal hier noch eine Ellipse. Auch hier jetzt irgendeine Funktion. Und jetzt gehe ich hier auf Extrusionseigenschaften kopieren. Klicke jetzt hier nicht direkt auf das Objekt, sondern auf die Abschrägung, auf die Seite des Objekts. Und jetzt sieht man, ne, wie dieses Objekt genau die gleiche Abschrägung bekommt, genau die gleichen Eigenschaften bekommt wie dieses hier. Füllung ist natürlich wieder eine andere Geschichte, ne? Die Füllung ist ja die Eigenschaft des eigentlichen Objekts. Aber die 3D-Eigenschaften, ne, werden dann hier übernommen, ne? Mit der gleichen Farbe, dem gleichen Licht etc. So, jetzt haben wir ja hier bei diesen 3D-Objekten, die haben wir ja immer quasi so von vorne. Wir gucken quasi von vorne drauf. Und auch das kann man ändern. Ich kann die ganze Geschichte drehen. Und zwar hier mit dieser Option. Diese Option steht mir aber nur dann zur Verfügung, wenn ich hier irgendeine entsprechende Option eingestellt habe. Ich weiß jetzt nicht genau welche. Oder nee, ich darf nicht sagen Fluchtpunkt zur Seite gesperrt, sondern ich muss dieses Fluchtpunkt so
zum Objekt machen. So, und dann steht mir hier diese Extrusion drehen zur Verfügung. Und wenn ich jetzt die ganze Geschichte drehe, ja, dann sieht man, wie sich das ganze Objekt quasi im Raum dreht. Ich muss das mal hier so ein bisschen kleiner machen. Na, da kann ich dann mein Objekt beliebig drehen. Ne? Eine sehr schöne Funktion. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen mit der 3D-Funktion von CorelDRAW. Probiert das mal schön aus. Ne, hier zum Beispiel auch die Abschrägung sieht auch sehr schön aus. Damit kann man wirklich tolle Sachen machen. Wie man sieht, kann man schöne Schrifteffekte oder eben auch andere Objekte sehr schön auf die Schnelle dreidimensional darstellen. So, das war's. Tschüss, macht's gut, viel Spaß damit. Euer Michael Albers von www.pastopixel.de.